Hallo zusammen. Ja, ich wollte eigentlich euch einen Film über, keine Ahnung welches Thema, spielt keine Rolle jetzt. Ja, heute ist Samstag, ich wollte einen Film online. Und dann, weißt du, wenn du gar nichts Besseres zu tun hast, zu Hause oder so, wenn du Langeweile hast, dann kommst du in Werstadt und machst du noch etwas an dein Auto. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich möchte gerne eine Dieselheizung bei mir einbauen. Und dann habe ich mein Auto hoch. Ja, hier ist mein Auto noch. Und als ich unten gucke, dann ich war wieder enttäuscht von was Eura gemacht hat. Es gibt, Leute, es gibt so viele Sachen, die nicht schon an diesem Auto sind, habe ich einfach gesagt, lass mal so, lass mal so, lass mal so, lass mal so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Aber jetzt ist egal, was Eura sagt, das ist eigentlich Scheiße. Scheiße auf Deutsch, ja, das ist alles Scheiße. Wie kannst du als Hersteller so etwas machen? Sag mir. Wie kannst du so etwas machen? Zeig. Hier ist schwarz, hier ist schon etwas, ist nicht schon hier. Ich muss gucken, ist Masse, ich muss, keine Ahnung, was ist da. Ne? Wie kannst du so etwas, ja, Kabel in Tüte und so. Wie kannst du so etwas machen? Guck mal, was für eine Scheiße hier. Hm? Das ist total Quatsch. So, erstes Mal habe ich mein Auto, ich bin 100 Kilometer von Nürnberg nach Ruhrberg gefahren, mache ich eine Leiter, ich wollte gucken, wie viele Module passen auf dem Dach. Mein Dach komplett gekratzt, aber richtig gekratzt, nicht dass, keine Ahnung, was haben die da gemacht. Keine Ahnung, habe ich bei den Händler angerufen, gut, das ist wahrscheinlich, wer ist schuld, weiß ich nicht. Eura, direkt, Händler, habe ich keine Ahnung. Habe ich den Händler gerufen, guck mal, das und das und das, ja, sorry, habe ich auch keine Zeit auf dem Dach zu gucken. Weiß ich nicht, wir regeln das. Zwei, drei Monate später, keine Antwort. Jemand hat mich irgendwann da angerufen. Ja, gebe ich mal weiter zur Versicherung und bla bla. Gar nichts. Erste Tour, ich fahre. Meine Lampe da über den Tisch kommt unten, bumm. Eine LED ist direkt von Händler. Ja, keine Ahnung, hat ja keine vernünftige Erklärung zu sagen, warum diese LED fehlt da. Hat er die LED mir geschickt. Gut, muss ich demontieren. Dann da unten bei Wasser muss ich euch zeigen. Wenn ich nutze die Waschbecken in Küche, kommt Wasser raus. Muss ich gucken, warum. Aber nur so, Tropfen. Und so weiter und so fort. Ich bin, wie gesagt, ich bin total enttäuscht. Aber nicht nur von Eura, jetzt ist meine ist Eura, ja? Alle. Was wir hier sehen jeden Tag, es ist Wahnsinn. Oder was unsere Kunden erzählen. Es ist so, heute Tag, Leute warten ein Jahr oder eineinhalb Jahr und die einbauen, die Hersteller, egal welche, es gibt keinen Namen, alle. Haben wir alles erlebt hier, alle. Eine Kunde kommt, ich weiß nicht, was ist los. Meine 12 Volt funktioniert überhaupt nicht. Eine Pol, der Pluspol ist vergessen auf der Batterie zu klemmen. Ja? Das ist nur ein Beispiel, was ich erinnere. So, sind Tausende von Beispielen, Tausende. Aber Leute, nochmal, so etwas hast du nicht gesehen. Das ist gut. Die Cortine da hinten. Jedes Mal, die wir fahren, ich glaube, jetzt haben wir die geklebt, da, die Cortine da hinten. Immer kommt unten. Hier, bei jeder, guck mal hier als Beispiel. Muss ich kurz die Cortine hoch. Ja, guck mal. Warte, mal sehen, ob ich es schaffe mit einer Hand. So, der steht nicht hoch. Guck mal. Ich will zumachen, der kommt nach unten. Ja, guck mal.
keine Ahnung, ich muss so etwas kaufen, wo kann ich beide zusammen machen. Keine Ahnung, nicht nur da, da auch und so weiter. Ja, wie gesagt, hier muss ich immer, guck mal, mit Papier da, es tropft, ich muss gucken, woher kommt Wasser, jedes Mal, die ich diese Waschbecken nutze und so weiter, ist egal. Ja, das war eigentlich das Thema von heute. Gut, gehen wir weiter. Ich habe mich eine Bodenheizung eingebaut. Eine Dieselheizung, die eigentlich bläst nur im Boden. Ja, hier habe ich die eingebaut. Hier war, hier waren original zwei Batterien, eine links, eine rechts. Haben wir das Kasten raus, haben wir zu und dann habe ich diese 4 kW eingebaut. So, da ist eine T, die bläst nach hinten, so die ganze Boden da wird warm. Hier kommt hier rein, ja, und hier habe ich eine andere T gemacht. Dann, es wird hier warm, die ganze Bereich, und dann habe ich eine einzige hier. Eine einzige, das reicht. Ja, guck mal, schon. Von hier unten und das reicht. Die alte Heizung, was ich hier drin habe, es ist genug. Aber ich wollte ein bisschen warme Füße. Ja, und das funktioniert super. Jetzt sind wir am Testen. Es läuft, ist warm da. Guck mal. So, hier ist noch eine Kaste geblieben von der Batterie. Hier war eine, hier war die zweite. Und hier habe ich zugemacht. Hier haben wir schon die Abgas verlegt, da rein und hier kommt raus. Ja, und hier zieht der frische Luft. Da ist mein Ruvi-Sensor für draußen. Ja, eigentlich alles okay hier unten, alles okay. Bis hier, bis hier. Das ist alle, guck mal. Und genau wo die Räder schmeißen Dreck hier. So etwas kannst du nicht machen als Hersteller. Ja, gut. Ja Leute, ich gucke, ob ich habe noch etwas Material von gefilmt, bestimmt finde ich noch etwas. 7 Minuten ist zu klein. Ich zeige euch noch etwas, was für Projekte haben wir noch hier gemacht. Und das war's. Ich wünsche euch ein Rest Wochenende. Bleibt gesund. Guck mal weiter, mein Material. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Julian sagt, das wünsche ich Gladbach. Tschüss, bis nächstes Mal. Servus aus Julians Genes Reismobiltechnik in Bayern. Ich bin's, die Dana, und ich wollte euch mal kurz noch zeigen, was in unserer Werkstatt passiert. Wir haben für heute 3 Autos. Das ist ein Wohnwagen, der bekommt eine Side-Track-Satellitantenne mit 2 Smart TV. Dann ist das eine Katargo-Schickliner, bekommt alle Produkte vom WCS. Batterie, Ladeposter, Solarmodule, Solarregler, Kombi und auch ein Kompressor-Kühlschrank. Dann haben wir einen Kastenwagen von Knaus, das bekommt Super-B-Batterie, Wechselrichter, Ladebooster, Ladegeräte, alles was man autark zu stehen und Solarmodule. Dann haben wir draußen noch 2 Autos, die bekommen auch Autark-Pakete, außer die rechte bekommt noch Steckdosen dazu und USB-Steckdosen und einen Radioanschluss und eine DAB-Antenne, alles Mögliche. Das ist alles von uns heute. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung in Bruckberg, auch in München-Gladbach. Alles Gute aus Bruckberg. Servus.